Rudolf Steiner, Kosmogonie, populärer Okkultismus, das Johannesevangelium, die Theosophie anhand des Johannesevangeliums. Kosmogonie 14. Vortrag, Paris, 10. Juni 1906. Wir haben gestern rückläufig die Vergangenheit des Menschen vom Gesichtspunkt seiner Leibesgestalt betrachtet. Kommen wir heute auf seine vergangenen Bewusstseinszustände zurück. Man legt sich oft die Frage vor, sind die Menschen die einzigen Wesen auf der Erde, die ein Selbstbewusstsein besitzen? Oder auch, welche Beziehung besteht zwischen unserem menschlichen Bewusstsein und dem der Tiere, der Pflanzen, der Metalle? Haben diese Wesen insgesamt ein Bewusstsein? Denken Sie sich ein kleines Insekt, das über den Körper des Menschen spazieren und nichts von ihm sehen würde als einen Finger. Es hätte weder vom körperlichen Organismus noch von der Seele des Menschen eine Vorstellung. Genau in derselben Lage sind wir gegenüber der ganzen Erde und den anderen Wesen, die darauf leben. Ein Material ist, hat keine Vorstellung von der Erdenseele, fehlt ihm doch dafür die Wahrnehmung seiner eigenen Seele. Wenn entsprechend das kleine Insekt nichts von der Seele des Menschen verspürt, so ist der Grund dafür, dass es selbst keine Seele hat, um sie zu erfüllen. Die Erdenseele steht weit über der Seele des Menschen, und der Mensch weiß nichts von ihr. In Wirklichkeit haben alle Wesen ein Bewusstsein, aber der Mensch unterscheidet sich von ihnen darin, dass sein Selbstbewusstsein heute vollkommen auf den physischen Plan bezogen ist. Außerhalb des Wachzustandes, der diesem physischen Plan entspricht, kennt er andere Bewusstseinszustände, die ihn den Bewusstseinszuständen anderer Reiche annähern. Während des traumlosen Schlafes lebt das menschliche Bewusstsein auf dem Devachan-Plan, wie es beim Bewusstsein der GWCHSE fortwährend der Fall ist. Wenn eine Pflanze leidet, so bringt dieses Leiden eine Veränderung im Devachanischen Bewusstsein hervor. Das Bewusstsein des Tieres, das dem Traumbewusstsein ähnelt, ist auf dem Astralplan beheimatet, das heißt, dass das Tier ein Astralbewusstsein von der Welt hat, wie der Mensch im Traum. Diese drei Bewusstseinszustände sind sehr verschieden. Auf dem physischen Plan macht man sich keine Vorstellungen und Begriffe als mittels der Sinnesorgane und der äußeren Realitäten, mit denen sie uns in Beziehung setzen. Auf dem Astralplan bemerkt man die Umgebung nur in Form von Bildern, wobei man sich zugleich mit ihr ganz verbunden fühlt. Warum fühlt sich der Mensch im Wachbewusstsein auf dem physischen Plan getrennt von allem, was nicht er selbst ist? Der Grund ist der, dass er alle seine Eindrücke von einer Umgebung empfängt, die er mit deutlicher Unterscheidung außerhalb seines Körpers sieht. Im Gegensatz dazu nimmt man auf dem Astralplan nicht mit den Sinnen wahr, sondern durch die Sympathie, die einen ins Herz von allem, dem man begegnet, dringen lässt. Das Astralbewusstsein ist nicht eingeschlossen in einen verhältnismäßig geschlossenen Bezirk. Es ist gewissermaßen flüssig, fließend. Auf dem Felde des Devachan ist das Bewusstsein so flüchtig, wie es nur ein Gas sein kann. Es gibt da keine Ordnung, die sich mit derjenigen des physischen Bewusstseins vergleichen ließe, in das nichts dringt, es sei denn auf dem Umweg über die Sinne. Was war nun der Zweck dieser Einengung des Bewusstseins anstelle des imaginativen Bewusstseins? Ohne sie hätte der Mensch niemals Ich zu sich sagen können. Der göttliche Keim, der im Menschen ist, konnte im Laufe der Entwicklung nur in ihn eindringen durch die Verdichtung seines physischen Leibes. Und dieser göttliche Geist, wo war er vor der Verfestigung der Erde und des Bewusstseins? Die Genesis sagt es uns, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieser göttliche Geist, dieser Ich-Funke, war noch auf dem Astralplan, wo alle Arten von Bewusstsein ihren Urstand haben wie die Wogen im Ozean. Im oberen Devachan, über der vierten Stufe, man nennt sie Arupa, gleich formlos, da wo diese Antimaterie beginnt, die man die Akasha nennt, da hat das Bewusstsein der Mineralien seinen Sitz. Man muss sich eine wahrheitsgemäße Anschauung erwerben, was das Mineral eigentlich ist, und muss herausfinden, welches moralische Band uns mit ihm eint. Die Rosenkreuzer des Mittelalters ließen ihre Schüler die Keuschheit des Minerals bewundern.
Stellt euch vor, sagten sie, dass der Mensch nach Gedanke und Gefühl ganz Mensch bleibend, so rein geworden wäre, so wunschlos wie das Mineral, er wäre im Besitz einer unfehlbaren spirituellen Kraft. Wenn man sagen kann, dass die geistigen Wesenheiten der verschiedenen Mineralien sich im Devachan befinden, kann man umgekehrt auch sagen, dass die geistige Wesenheit des Minerals vergleichbar ist einem Menschen, der nur mit einem Devachanischen Bewusstsein leben würde. Man braucht deshalb den anderen Wesenheiten das Bewusstsein nicht abzusprechen. Alle diese Bewusstseinsgrade hat der Mensch auf der absteigenden Linie seiner Entwicklung durchschritten. Ursprünglich war er ähnlich den Mineralien, in dem Sinne, dass sein Ich in einer höheren Welt zu Hause war und ihn von oben her führte. Aber die Entwicklung hat zum Ziel, ihn von der Abhängigkeit von Wesen, die auf höherer Bewusstseinsstufe als der seinen stehen, zu befreien und ihn dahin zu bringen, dass er auf höheren Daseinsstufen voll bewusst bleibt. Alle diese Bewusstseinsebenen kreuzen sich heute im Menschen. Erstens, das mineralische Bewusstsein. Es ist das des Tiefschlafs, der heutige Mensch verliert es. Zweitens, das pflanzliche Bewusstsein. Es ist dasjenige des gewöhnlichen Schlafzustandes. Drittens, das Bewusstsein der Tiere, das dem Traumbewusstsein entspricht. Viertens, das physische Gegenstandsbewusstsein. Dies ist der normale Wachzustand, während die zwei vorhergehenden atavistische Relikte sind. Fünftens, ein Bewusstsein, das den dritten Grad wiederholt, dabei aber die erworbene Gegenständlichkeit beibehält. Die Bilder haben bestimmte Farben und unterscheiden sich von dem, der sie wahrnimmt, die subjektive Anziehung oder Abstoßung verschwindet. Auf dieser neuen imaginativen Bewusstseinsstufe behält die in der physischen Welt erworbene Vernunft ihre Rechte. Sechstens, jetzt ist es nicht mehr der Traum, sondern der Schlaf, der zu einem neuen Bewusstseinszustand aufsteigt. Wir nehmen nicht mehr allein Bilder wahr, sondern wir dringen in das Sein der Wesen und der Dinge ein und nehmen ihre innere Klangfülle wahr. Auf dem physischen Plan geben wir jedem Ding einen Namen, aber dieser Name bleibt außerhalb des Dinges. Nur wir selbst können uns von innen her bestimmen, indem wir sagen, ich, dieser unaussprechliche Name der bewussten Individualität. Das ist die Grundtatsache jeder Psychologie. Durch dieses Wort unterscheiden wir unsere Persönlichkeit vom ganzen übrigen Universum. Wenn wir aber mit unserem Bewusstsein die Welt der Töne erreichen, sagt uns jedes Ding seinen unaussprechlichen Namen. Durch die Hellhörigkeit nehmen wir den Ton wahr, der das innerste Wesen jedes Dinges ausdrückt und aus ihm eine Not im Universum macht, verschieden von allen anderen. Siebtens, noch eine Stufe weiter, und der Tiefschlaf wird bewusst. Dieser Zustand lässt sich nicht beschreiben, weil er jeden Vergleich übersteigt. Man kann lediglich sagen, dass er existiert. Das sind die sieben Bewusstseinszustände, durch die der Mensch hindurchgeht. Er wird noch andere durchschreiten. Dabei gibt es immer einen Hauptzustand in der Mitte, drei nach der Vergangenheit und drei nach der Zukunft, wobei letztere auf eine gehobenere Art die drei unteren wieder hervorbringen. Der Reisende, der vorwärts schreitet, ist immer in der Mitte seines Blickfeldes. Jeder Bewusstseinszustand entwickelt sich im Laufe von sieben Lebenszuständen, und jeder Lebenszustand im Laufe von sieben Formzuständen. Sieben Formzustände bilden dann immer einen Lebenszustand, sieben Lebenszustände machen zusammen eine planetarische Entwicklung aus, wie zum Beispiel diejenige unserer Erde. Die sieben Lebenszustände führen zur Bildung von sieben Reichen, von denen gegenwärtig vier sichtbar sind: das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Den Durchgang durch einen Lebenszustand nennt man eine Runde. Der Mensch geht also in jedem Bewusstseinszustand durch 7x7 Formzustände, das bedeutet 7x7x7 Metamorphosen oder 343 Metamorphosen, die ebenso viele Stufen der menschlichen Natur bedeuten. Könnte sich jemand die 343 Formzustände auf einer einzigen Tafel vorstellen, so hätte er ein Bild vom dritten Logos.
könnte er sich die 49 Lebenszustände vorstellen, so hätte er ein Bild vom zweiten Logos. Könnte er sich die 7 Bewusstseinszustände vorstellen, so hätte er einen Begriff vom ersten Logos. Die Entwicklung besteht in einer wechselseitigen Betätigung aller dieser Formen. Um von einer Form zur anderen überzugehen, dazu bedarf es eines neuen Geistes, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Um von einem Lebenszustand zum anderen überzugehen, bedarf es einer neuen Kraft, das ist die Wirkung des Sohnes. Um von einem Bewusstseinszustand zum anderen überzugehen, dazu bedarf es eines neuen Bewusstseins, das ist die Wirkung des Vaters. Der Christus Jesus hat in die Menschheit einen neuen Lebenszustand eingeführt und wurde in Wahrheit der fleischgewordene Logos. Mit der Erscheinung des Christus ist eine neue Kraft in die Welt eingetreten, zur Vorbereitung einer neuen Erde, die in einer neuen Beziehung zu den Himmelswelten steht.